Spätberg Wildenrath. Am Freitag, den 7. Oktober 2016, wurde gegen 6.30 Uhr festgestellt, dass sich auf der Bundesstraße 221 ein Verkehrsunfall ereignet hatte, bei dem ein 19-Jähriger aus Heinsberg schwere Verletzungen erlitt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann schon in der Nacht in einem schwarzen Mitsubishi Colt auf der Bundesstraße von Asbeck kommend in Richtung Wassenberg unterwegs. Aus bisher nicht geklärter Ursache geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Dort überschlug sich der PKW und der Heinsberger zog sich die schweren Verletzungen zu. Nach der Versorgung an der Unfallstelle musste er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 19-Jährige gab dem Beamten gegenüber an, dass er schon längere Zeit dort liegen würde und nicht allein im Wagen gesessen hatte. Eine zweite Person war aber nicht am Unfallort. Daher suchten die Beamten mit Unterstützung der Feuerwehr das nähere Umfeld ab. Auch ein Polizeihubschrauber wurde zur Suche nach einem möglicherweise weiteren verletzten Fahrzeuginsassen eingesetzt. Es konnte jedoch niemand gefunden werden. Daher bittet die Polizei Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben über einen möglichen Mitfahrer machen können, sich dringend beim Verkehrskommissariat in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 9200 zu melden. Die Bundesstraße musste zur Bergung des Verletzten, Suche nach einer weiteren Person und der Unfallaufnahme bis 10 Uhr zwischen den Abfahrten Friedrich-List-Allee und Dahlheimer Straße in Koppel. Das ist ja das Kuriose hier, ne? Ihr hört keinen von denen.